Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel Rolpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Kakarot auf Englisch. Ja, weil Kakarot wird mit 2T geschrieben laut den Untertitel. Also ja, Kakarot. さんもお父さんみたいに強いの?うん。俺の知ってるやつの中では、かなり強い方だと思う。あとはブルマっちゅう女が来てるはずだ。ブルマがドラゴンボールを探しに、俺のとこに来てから、一緒に旅することになったんだ。旅に出てなきゃ、じっちゃんたちに会うこともなかったかもな。そうなんだ。Okay. Kann irgendwie nicht landen, kann das sein? Weil mit Zangoran habe ich so Gefühl, dass ich das auch gar nicht kann, ne? Oh, so. Ich glaube, ich habe den Dialog gerade weggedrückt. Dreck, okay. Ja, in der letzten Folge haben wir unser Abenteuer gestartet. Son Goku und Zangoran haben ein bisschen gefischt und ja, jemand scheint auf die Erde hier loszufliegen. Hi, boah. Aber davon wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich in diesem Part mehr. Und ja, ich will einfach nur wissen, wie das Spiel weitergeht. Also ich weiß, wie das Spiel weitergeht, aber ich will mehr Auszubildendes sehen. So, wir müssen Mutenoshi besuchen. Also, und da hat mehr oder weniger Dragon Ball Z in der ersten Folge angefangen. Schildkundenschule, Kampfkünstler Krillin, geniale Erfinderin Bulma. Krass, oder? Was? Goku selbst kann es nicht glauben. Mutenoshi. Country Living wurde aktualisiert. Was? Was eine Belohnung freischaltet. Okay, jetzt bin ich ein bisschen. Was ein Eintrag freischaltet. Aktualisiert 10 Einträge in der Kategorie Musik. D-Medaille. Steht bestimmt für Daniro. Ne? Gut. Ja, okay, da werde ich mich. Du hast Krillin schon ewig nicht mehr gesehen. Rede mit ihm. Nein, erstmal mit ihren anderen. Das ist also was Kami aus. Hier sind ganz schön viele Leute. Ich bin etwas nervös. Chichi hat tolle Arbeit geleistet, so ein artiges Kind großzuziehen. Ups. Ich kann immer noch nicht glauben, dass du jetzt wirklich ein Kind hast, Son Goku. Er gleicht seinem Vater bis aufs Haar. Achso, das war Son Goku. Also, warte mal hier. Aufheben. Einiger Text der Kampfkunst. Okay, warte, da stand gerade was. Jetzt nicht mehr. Okay. Ich überlege gerade, ist halt auch Musik aus dem, aus der Serie. Also echt, weiß ich nicht. Okay. Okay, Krillin. Hi. Was geht?僕たち何も。
修行をサボってるみたいな話でもしておるのかと思ったがの。やっぱじっちゃんにはかなわねえな。何も特別な修行をせずとも日々が修行じゃ。お主らは忘れとるようじゃな。よく動き、よく学び、よく遊び、よく食べて、よく休む。これが亀仙流の修行じゃったろうが。返す言葉もございません。よし、お主らには日々が修行だということを忘れんようにこの課題を作成ようかの。Ist die Schildkrötenschule Trainingsanspruch freigeschaltet? Ach man. Monroshi. Was Monroshi als erwachsene Community Anführer halten, nur die dein Community Board freigeschaltet. Okay. Diesen Community Board kannst du Community Skills aktivieren, die dir beim Verdienen von Zenny helfen. Beteilige dich an dieser Community, wenn du mehr Geld abräumen willst. Pink Girl, what? Und Roshi, du bist im Weg. Okay. Oh. Neben Story. Es geht im Feld zu einem blauen Säule oder sprich mit einem Charakter in einem blauen Ausrufezeichen-Symbol über den Kopf. Um eine Nebenstory zu beginnen, durch Abschließen von Nebenquests erhält zu EP wertvolle Gegenstände und oder Seelenabzeichen. Manche Nebenstories können nur zu einem bestimmten Zeitpunkt abgeschlossen werden. Schieße sie also ab, wenn du kannst. Okay, verpassbare Sachen. Ich weiß nicht, was ich darüber halten soll. Nebenstories können nur mit bestimmten Charakteren abgeschlossen werden. Wenn du eine Story nicht abschließen kannst, liest die Tipps und wechsel den Charaktere. Sprich doch mal mit Krillin. Nein, ich muss mit der Schildkröte erstmal reden. Was ist los? Du siehst ziemlich mitgenommen aus. Hä? Da stimmt was nicht. Verbirgst du was? Potztausend, er hat schon wieder mein Buch versteckt. Das ist Mutenroschis Stimme. Ich weiß nicht, wovon er da redet. Er ist weg. Oh, hey, Son Goku, hast du diese verdammte Schildkröte gesehen? Schildi? Ja, aber sie ist irgendwo hinweggelaufen. Schildi? Nennst du ihn immer noch so? Du weißt, dass das nicht sein Name ist, oder? Na, vergiss es. Wo ist mein Buch? Die Nervensäge hat irgendwo mein Buch versteckt. Was für ein Buch ist es denn? Ist es was Besonderes? Natürlich ist es was Besonderes. Das ist mein größter Schatz. Wenn ich ihn nicht habe, dann. Die Schildkröte hat Monoroshis Buch versteckt. Es muss sich irgendwo in der Nähe befinden. Ja. Ja, warum nicht? Mutenroshi ist ein und alles. Also wenn es dir so wichtig ist, könnte ich dir helfen, es zu finden. Wirklich, das ist aber sehr nett von dir, Son Goku. Also was für ein Buch ist das denn? Oh, es ist ein Badeanzug Fotosammlung. Und du hast dich kein Stück verändert, Mutenroshi. Ich suche auf den Dachboden, du suchst draußen. Wird gemacht. Kann ja nicht so groß sein, ja, so. Sprich mit den Leuten und versuche... No. Das schmutzige Buch von dem alten Knacker, als ob ich das wüsste. Naja, weißt du, wo ich Schilde finden kann? Wenn du Schildkröte suchst, er ist in den hinteren Teil vom Haus gegangen. Okay. Okay, du bist umzingelt. Komm her. Oh, da liegt was. Schenk von Mutenroshi. Son Goku und Bulma helfen einer Schildkröte, die sich verlaufen hat, ins Meer zurückzukehren. Als Dank stellt sie die zwei den Herr der Schildkröten Mutenroshi vor. Mutenroshi schenkt Son Goku zur Belohnung die Jinnojun und Bulma den Dragon Ball, den er um seinen Hals trägt. Cool. Die ganzen Rückblicke von Dragon Ball. Kann ich da hoch? So. Hey, Schildi, also, wo hast du das Buch von Mutenroshi versteckt? Das heißt Schildkröte Son Goku, das solltest du doch mittlerweile wissen. Tut mir leid, aber ich kann dir nicht sagen, wo das Buch ist. Mutenroshi hat genug von dem Zeug gelesen, der muss mal ein wenig Selbstbeherrschung lernen. Und deswegen gehört es unter die Erde.
Die Erde, Moment, hat er es irgendwo vergraben? Oh, da wird schon angezeigt. Im Dreck hat etwas gegraben. Willst du es dir näher anschauen? Sieht aus, als wäre irgendwas vergraben. Dann lege ich mal los. Ah, da ist es. Du hast das Buch für Mädchen gefunden. Hey, ich habe das Buch gefunden, Noashi. Ah, du hast es gefunden. Du bist der beste Son Goku. Du musst alle benötigten Gegenstände übergeben. Ich wusste, dass es richtig war, dich als Schüler anzunehmen. Ich vertraue darauf, dass du noch mal hilfst, wenn diese lästige Schildkröte jetzt wieder versteckt. Ja, na klar. Story abgeschlossen. Und eine Menge Sachen bekommen. Buch für Erwachsene. Helfende Hand. So. War es jetzt aber eher, ne? Wünsche wirklich Mut, Noashi, würde sich ändern. Okay, Community. Ich habe doch. Weiß ich nicht. Bin ich nicht Moonrush jetzt gerade? Nee, das war wieder was anderes, ne? Hm. Okay. Kann ich das zum Guan einpacken? Ah, okay. So. Könnte ich. Bringt nichts, ehrlich. Da gibt es noch voll viele von diesen Community-Dingern, sehe ich gerade. Okay. Ich will eigentlich da. Erwachsenenfähigkeit plus 2, Freundschaft plus 3. Also, und zwar mal keine Ahnung. Retter der Erde vom Gegner zum Freund. Okay, keine Ahnung. Lass mal erstmal gut. Krillin, jo, was geht, Krillin? Hey, Son Goku, Mond Roshi hat zwar vorhin darüber geredet, aber naja, Training ist ziemlich wichtig, oder? Ich kann nicht so, dass das ganze Stärke, die ich erhalten habe, vergeudet wird. Also habe ich vor, wieder ein ernsthaftes Programm zu absolvieren. Ich soll damit sagen, dass du gegen mich kämpfen möchtest. Gegen dich? Vielleicht ein andermal. Zuerst werde ich mich auf eine geistige Simulation konzentrieren. Geistige Simulation? Ach, du meinst, das spielt sich nur in deinem Kopf ab. Das sollst du irgendwann mal versuchen. Dass du von Krillin eine D-Medaille bekommen. Hä, was ist das? Das könnte man wahrscheinlich als Trainingsandenken bezeichnen. Oh, okay. Das Gute an geistigen Simulationen ist, dass man sie überall durchführen kann. Zum Beispiel an diesem Strand. Okay, ich versuche es. Also das, was Krillin mal auf dem Schiff gemacht hat, ne? Und was Son Goku gerade im ersten Part gemacht hat. Trainingsplatz wurde freigeschaltet. Hm. Okay, wir sehen Krillin. Ja, okay. Und ruckzuck. So, jetzt erstmal gucken, wie er nochmal geht, ne? Okay, Zeit wird verlangsamt. Gott! Nur ein Angriff kurze Distanz auswählen, drücke X im Moment, in dem ich der Angriff dann treffen würde, um ein Ausweichmanöver auszuführen. Daraufhin bewegt sich dein Gegner verlangsamt und bietet die perfekte Chance für einen Gegenangriff. Außerdem führt sich beim erfolgreichen Ausweichmanöver deine Spannungsanzeige. Okay, aua. Voll. So, wie kann ich denn. Ich kann gar nicht nach oben und unten. Blocken. Du kannst Angriffe blocken, indem du jetzt zwei, wenn mit deiner Abwehr. Okay, ja, das. Ja,
während du blockst, um einen Gegner in deiner Nähe in die Luft zu schlagen. Das nennt man eine Explosion. Und blockst, um einen schnellen Manöver hinter einen Gegner zu erlangen. Boom. Na, falsch. Muss doch die. Aua. Muss doch alles ein bisschen lernen. Doch, Mann. Da, ich wurde noch da getroffen. Na, ich wollte schon sagen, was machst du da gerade? So, ich weiß nicht, was dieser Angriff ist. So, bin ich mal voll im Öre damit getroffen. Ey. Okay. Oh Gott. Ja, komm her. Oh Gott. So, er verbraucht aber hier, was auch immer es ist. Key, mein Gott. Oh, der war schon tot. Okay. Du hast vorhin Energiestrahl erlernt. Cool. Moment, habe ich genug trainiert. Vielleicht werde ich noch etwas länger mit den anderen reden. Sprich noch mal mit Krillin. Okay, er sieht so aus wie du, aber also. Okay. Ist jetzt nicht so, als könnte ich irgendwo hin gerade. Also gut. Also machen wir weiter, ne? So, warte mal, dieser Folgeenergiestrahl, kann ich ihn irgendwie ausrüsten? Also ist eine gute Frage, ne? Da. No, ich habe sogar noch ein paar hier. Gegner zu Boden, hoher Abwehrbrecher Schaden. Gezielt noch Kieler mit hoher Stoffe, kann Gegner mehrere Gegner eingesetzt werden. Super Angriffsunterstützung. Wissen. Okay. Ich meine, das sind so passive Sachen irgendwie. Okay, dann machen wir weiter. So. Okay. Okay. Son Goku, der stärkste Kämpfer der Welt, führt nun ein glückliches. Ach so, was haben wir schon mal gelernt, ne? Gelesen. Gut. Boah, ich muss mal einen Schluck trinken. Ich weiß nicht wieso, aber mein Hals bringt mich schon um. Dabei habe ich jetzt eine halbe Stunde irgendwie gerade gesprochen. Ja, mein Hals fühlt sich irgendwie schon so trocken an. Ich weiß nicht wieso. Jetzt habe ich schon irgendwie 5 Stunden oder so geredet. Gut. Also mit halbe Stunde meine ich jetzt den ersten Part gerade, ne? Den ich vorher noch aufgenommen habe. Oh, jetzt fahren wir mit der Schrotgewehr. Oh, bester Charakter. Ja,
Kampfkraft um 5. Ja. Zurück zum Absender. Jawohl. Es ist alles so detailgetreu. Sehr gut. Fahren wir mit der Shotgun, ist auch da. Alle sind zufrieden. Darüber empfing er meinen Boost zu halten und deinen Tempo zu steigern. Wir spielen Piccolo übrigens. Im Feld im Flug kannst du die Ki von Tieren, Pflanzen und andere lebende Dinge in der Nähe entdecken. Nutze sie, um Objekte zu jagen, Tiere, Dinosaurier, Schlüsselobjekte, Essen und anderes Zeug zu finden. Er zwei Jahre gelangt in die Ego-Fest für die Regenerate und hast du Glück, meinen Aufgang hier zu und abzufeuern. Kannst du auf okay. Okay, in jedem Bereich findest du besondere Windtunnel, die man Luftwege nennt. Der Weg durch Luftwege ist eine große Möglichkeit, Z-Kohlen zu sammeln. Du kannst einen betreten, in den Moment. Ich habe, glaube ich, mal vergessen, die anderen Seiten nachzugucken. In diesem Feld erscheinen sie halt nicht nur mehr Setkun als normal wird, sondern auch seltene Setkun Objekte. Oh Gott. Was? Hey. Okay, du hältst aber nicht viel aus. Folgeenergiestrahl. Jemals sich meinen Superangriff, bei dem du während eines Angriffs, um deinen Gegner zu zielen und dieser Angriff gibt es zwei Versionen. Eine bei der mehr oder eine wenn okay, ich werde das schon. Wir sehen, wie schnell wir zu diesem Kampf übrigens gewechselt sind. Ich hoffe, die haben dieses ein Lied hier, dieses aber ich glaube, da ist mehr so Vegetas Thema, oder? Bin ich sicher. Hey, da ist ein Flugzeug. Ich glaube, das ist irgendwie der schlechteste Moment gerade. Hey, was geht, na? Diese riesigen geflügelten Kreaturen im Tal, das Viech hat es auf Pflanzenfresser abgesehen. Großer grüner Mann. Ich glaube, eine gute Idee wäre irgendwie die Dinger hier alle zu. Ich sollte mich einfach auf die Story erstmal konzentrieren. Da war ein paar Dinger ein. Ja, so viel Freiraum, ich weiß gar nicht, ob ich hier schon irgendwie, weiß nicht, erkunden soll oder mich irgendwie auf die Story erstmal konzentrieren soll. Okay. Das ist einfach nur zum Betäuben, ne? Von Tieren und so, nehme ich an. Jemand geht auch nicht lustlos. Ich will nicht. Puh.
Mein Gott. Oh, da ist noch einer. Ja, Feuer. Check ich noch nicht so. Okay, ihr Typen seid aber nicht so stark, also kommt er. Nein. So, diesmal. Nö. Oh Gott. Falscher Angriff. Ah. Komm her. Wäre vielleicht nicht schlecht, irgendwie auf Level 2 oder so zu gelangen erstmal. Kann sie aber nicht mehr wechseln irgendwie. Wenn ich einmal abgefeuert habe. Na, wo ist er denn? Ich versuche wortwörtlich jetzt. Da? Hey. Ja, was ist das hier? Na, komm schon. Ich wollte das hier gerade einsammeln, du. Nein, verdammt. Die machen ja nicht so, sind jetzt nicht so au stark, muss ich jetzt sagen. Ich weiß noch zur Hälfte der Zeit noch nicht, was ich hier alles mache, aber so, ich halt gedrückt und der feiert dann direkt auf die. Ich nehme an, da ist richtig, ne? So, ich wollte eigentlich das hier einsammeln, falls er überhaupt noch da ist jetzt, ne? Nö. Er lag doch gerade was da. Ey, willst du mich, lass mich da einsammeln, ne? Ich komme nicht dazu, hier irgendwann einzusammeln. War das ein? Komm her. Also Gefühl, ich muss echt lernen. Oh Gott. Wie das Kampfsystem funktioniert, sonst kriege ich Probleme. Komm her. So, und jetzt lass mich diesen Kack Gegenstand da einsammeln. So, jetzt ernsthaft, lass mich halt einsammeln. So, danke. Die Medaille. So, und jetzt lass mich hier weg, ey. Ich habe keine Lust mehr. Ich gehe jetzt hier hin. Nee, er verfolgt mich. Ja, wo ist er denn? Ich habe keine Ahnung, wo er ist. Ich versuche wortwörtlich den gerade zu finden. Na, wir sind Level 2, also... Weiß ich nicht. Macht Sinn. Ich meine, Son Goku ist auch Level 2. Oh Gott, da sind überall Gegner, ey. Jetzt weg, ich will nicht kämpfen. Warte mal, auf der Karte sehe ich gerade. Ich habe keinen Key zum Fliegen. So, da. Mein Gott. Hi. Kakarot, ja, nein. Nanimono Daksama. Omae nado ni yō wa nai. Kakarot to omotte kite mi. こいつナメック星人か。では何しにここへ来た。死にたいのか。えらく威勢がいいな。
戦闘力322。こんな奴もいたのか。だが所詮俺の敵ではない。貴様、俺をなめるなよ。Na gut, wir kämpfen. Au, Komm her. Okay. Komm her. Ja. Ich gehe mit den Kämpfen langsam raus. Ich wollte mal ausweichen. Oh Gott. Okay. Wollte ich eigentlich gar nicht machen, aber okay. Der gerade sagt, ist das schon alles? その程度か。今度は俺の番かな。では技の見本を見せてやろう。ん？もう一つ大きなパワーがある。今度こそカカロットだ。やつは何者なんだ。どこへ向かうつもりだ。Keine Ahnung, gemeint er. Ach, deswegen ist Piccolo vor denen aufgetaucht. Er ist ihnen gefolgt. Habe ich schon immer gewundert, warum ist Piccolo ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt zum Kami ausgegangen. Aber ja, macht Sinn, ne? Ja, der ist gerade jetzt getroffen und dann. Doch plötzlich erscheint aus dem Weltraum ein mysteriöser Mann in einer seltsamen Kapsel, der genau einen Schweif wie Son Goku hat. Kurz nach seiner Landung besiegt er mit Leichtigkeit Piccolo im Kampf, einen der besten Kämpfer der Erde. Nach zum Kampf kam es, glaube ich, nie, ne? Aber ich mische mich da jetzt nicht ein. Aber so wäre das ja passiert, also. Ja. So. Da ist der. はい。成長したな。だが一目で分かったぞ、カカロットよ。父親にそっくりだ。ま、カカロット。この星のありさまは何だ。人類を死滅させることが貴様の使命だったはずだ。今まで何を遊んでいた。おめえ、一体誰だ。何者なんだ。何もかも忘れてしまったとは厄介な野郎だ。イーサマはこの星の人間ではない。生まれは惑星ベジータ。誇り高き全宇宙一の強戦士族サイヤ人だ。そしてこの俺は貴様の兄ラディッツだ。でたらめだ。たらめ言うな。貴様はこの星に住む邪魔な人間どもを絶滅させるために送り込まれたのだ。我々サイヤ人は環境の良い星を探し、そこに住む者を絶滅させてから異星人たちに高く売るのが仕事だ。この星のようにレベルの低いところにはお前のように赤ん坊を送り込む。幸いなことにこの星にも月があるしな。もしそれが本当のことだったら、ひでえやつらだ。おい、ここには月があるから、なんで幸いなんだ。とぼけるな。月が深淵を描くときこそが、我々サイヤ人の本領を発揮できるときではないか。はお。いや。とかさっぱりだ。おい。クリリンの言う通りだよ。そんな奴ら最低だ。
Ora, kokode sodatta Son Goku da. Totto to kere. Tokoro ga sou iu wake ni wa ikan no de na. Wakusei Vegeta ga kyodai inseki no chōtotsu de bakuatsu shite shimatta no da. Hotondo subete no Saiyajin wa uchiu no chiri to kieta. Tragisch. Nokotta Saiyajin wa omae o fukumete mo tatta no 4 nin shika inai no da. Tsui kono mae, hijou ni takane de oresou na ii hoshi ga mitsukatte na. Soko o semetai no da ga, 3 nin de wa kusei shisou nan da. Soko de omoi dashita no ga Kakarotto. Omae ga 3 nin ni kuwawatte kureleba nan toka naru. Me o samase Kakarotto. Tanoshii zo. Saiyajin no chi ga sawagan ka. Haka itte ro. Sonna koto ora shindatte te kasu mon ka. Naruhodo ne. Ushiro no shippo ga haeta gaki wa omae no ko daro. Sono musuko o kashite morau to suru ka. Sore ijo chikayotte miro. Buttobasu zo. Yareru mon nara yatte miru ga ii. Ja, okay, ich nehme an, diese ganzen Kämpfe sind jetzt dafür, damit wir jetzt nicht nur einen Kampf oder so haben, weil wir haben ja nur einen Kampf gegen Raditz hier gehabt. Er ist jetzt sozusagen dafür da. Gott. Damit wir jetzt mehr von Raditz haben, sag ich mal. Weil er ja noch einen relativ kurzen Auftritt hat im Vergleich zu einigen anderen Charakteren und Bösewichten. Aua. Au, au, au. Gott. Ja, ich wusste, da kommt irgendwas. Ja. Oh Gott. Oh nein, Explosion. In die Fresse. Ich habe keinen, doch habe ich. Na, ich wollte gerade. Aufstieg. Da. ブルマ、 Wow, echt klug, Son Goku. Glaub mir, ich habe schon auf die Fresse bekommen. しかし、 今度こそ世界をこの手にいただくつもりだ。そうはさせねえ。剣道 2人が組むっていうとこまではいい歓迎だ。
その方法しかねえみてえだな。そういうことだ。Na, dann mal los. Piccolo gegen Raditz, Son Goku gegen Raditz. Insgesamt, okay. Okay. Zeugs. Halt, Son Goku, nimm das mit. Muss alle benötigten Gegenstände erhalten. Vita-Drink. Was ist das? Das ist ein Erholungsgetränk, das schnell wirkt. Wenn du mal in der Klemme steckst, nimm einen Schluck davon. Erholungsgetränk, ein Gegenstandsauswahl auf. Ausrüsten, ne? Kann nicht verwendet werden. Keine Ahnung, hier. Super, danke, Bulma. Dass du mir ja nicht stirbst. Ach, was? Das reicht, gehen wir. Alles klar. Shindo-jun. So geht das Duo auf und kümmert sich um die Gefahr aus dem All. Und die nächste Folge. Das Dream Team der Erde, allzu Hilfe. Dream Team, okay. Okay. Nachdem du ab zu einem bestimmten Punkt erreicht hast, reist du und kämpfst du gemeinsam mit anderen Charakteren. Die Unterstützungscharaktere helfen dir im Kampf auf unterschiedliche Weise. Vergiss nicht, sie mischen mit. Du kannst Unterstützungscharaktere im Kampf super Angriff ausführen lassen, indem du R1 gedrückt hältst und sie auswählst. Beim Benutzen eines Superangriffs wird auch die Unterstützung sein für jeden Charakter aufgefüllt. Die Unterstützungsanzeige ist voll. Unterstützungscharakter halb voll ist, hilft der Charakter dir automatisch beim Angriff, der Verteidigung oder auf andere Art und Weise. Weiterhin ist die Kapazität oder Unterstützungsanzeige größer, je höher der Freundschaftswert des jeweiligen Charakters ist. Okay. Offensive Unterstützung greifen Gegner an. Sie verfolgen wegstoßende Gegner und führen mit den koordinierten Superangriff aus. Defensive erhalten Kriegsversum und TP und KP wieder, ja. KI. Ki, mein Gott. Kannst jetzt zu anderen Gebieten reisen. Die Weltkarte kannst du zu anderen Bereichen wechseln. Du öffnest sie, indem du auf den Preiskartenbildschirm Dreieck drückst, dich an den Rand des Felds bewegst oder weit hinauf fliegst. Auf der Weltkarte findest du folgende Informationen: erreichbare Materialien, Dragon Balls, falls vorhanden, verfügbare Nebenstories. Okay. Wecker hier in Lukadorf. Okay, ich würde aber sagen, das war's für diese Folge. Und in der nächsten Folge machen wir uns dann auf und knöpfen uns Raditz vor oder erkunden ein bisschen die Welt. Keine Ahnung, mal schauen. Jedenfalls, ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Hoffentlich hat euch dieser Part gefallen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.